Was sie jetzt macht, ist Sozialismus ohne Woke, also Sozialismus ohne Gender, Schwachsinn und so weiter. Das ist das, was sie eigentlich will. Ja. Aber das reicht ja nicht. Also das Migrationsthema muss sie mindestens haben. Und vor allem, wenn sie im Osten punkten will, wo ja die Gefahr besteht, auch dass die AfD dann dadurch da Punkte verliert. Doch nun ist es kalt, trotz alledem, trotz SPD und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns, trotz alledem. Olli, bei uns passiert gerade sehr viel, wie ja eigentlich immer in den letzten Jahren. Sarah Wagenknecht hat angekündigt, eine eigene Partei zu gründen. Haben wir ja schon länger befürchtet, ne? Muss befürchtet sagen, oder? Ja, befürchtet. Also ich habe meine Meinung passe ich immer den aktuellen Gegebenheiten an. Vor einem Jahr hätte ich es nicht so schlimm gefunden, weil da war die AfD bei 10% und da hätte es eigentlich nicht viel geschadet, würde ich sagen, weil da hätte es höchstens zusätzliche Stimmen für die Opposition gebracht. Und ob jetzt die AfD bei wäre deswegen jetzt nicht rausgeflogen, ob jetzt bei 9, 8, 7 liegt, ist ja eigentlich irrelevant. Im Moment ist es vom Timing her eigentlich schlecht, würde ich sagen, weil die AfD ja gerade so im Aufschwung ist. Und jetzt habe ich gerade noch eine Umfrage geteilt auf Telegram, dass sie in Sachsen quasi die absolute Mehrheit haben, also irgendwie 39%, aber da FDP und die ganzen Ampelparteien wären im Moment nicht drin in Sachsen, sensationell. Und dann hätten die eigentlich die absolute Mehrheit. Gut, das muss noch halten, müsste über ein Jahr halten, aber das ist ja eigentlich das eigentliche Ziel muss ja sein, absolute Mehrheiten zu holen, was im Bund völlig unmöglich erschien bis vor kurzem, auch immer noch sehr schwierig ist. Aber zum Beispiel, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, dass die AfD über 25% kommt, weil sie dann Untersuchungsausschüsse alleine beantragen kann. Und da traue ich der Sarah Wagenknecht keinen Meter, dass sie da mit der AfD stimmen würde. Und das 25% plus X wird schwieriger, denke ich, mit der Wagenknecht-Partei. Aber das werden wir jetzt nochmal im Einzelnen diskutieren. Also die Bild-Zeitung hat ja schon vorab irgendwie das Programm skizziert. Weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, was die da geschrieben haben, könnte natürlich auch ein Versuchsballon sein, dann wiederum müsste man nicht so viel Angst haben vor der Partei. Ah, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das begründest, weil ich bin bei einigen Punkten nach hinten weggekippt. Und ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, was du sagen wirst, nämlich, das werden die Leute verstehen, dass das absoluter Schwachsinn ist, aber du kennst ja die Deutschen. Du Ja. weißt ja, dass die mal was begreifen. Aber egal, wir gehen einfach mal die 4 Punkte durch. So, der erste Punkt ist quasi mein Lieblingspunkt, weil er so herrlich absurd ist, weil er auch überhaupt nicht das hält, was er verspricht. Also, er nennt sich wirtschaftliche Vernunft. Sie, also Sarah, will die irre Politik der Ampel beenden. Okay. Diese irre Politik, die Arbeitsplätze aus Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Sarahs Rezept: staatliche Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe herstellen und was nicht. Olli, du bist ja ein großer Freund des Marktes. Bist du da auch Ihrer Meinung, dass der Markt in Deutschland alle Macht hat? Ja, natürlich nicht. Der Punkt ist tatsächlich der interessanteste. Das ist aber auch der Punkt, bei dem ich nicht weiß, ob die Bild-Zeitung das absichtlich so formuliert hat. Weil das wäre ja wirklich der Oberhammer. Ja. Also, natürlich haben wir überhaupt keine Marktwirtschaft. Also, was heißt überhaupt keine? Wir haben in Teilen Marktwirtschaft, wir haben Kooperatismus, wir haben 70% Steuern- und Abgabenquote, wir haben jede Branche ist reguliert. Also, es hat mit dem freien Markt ja gar nichts zu tun. Aber wenn die jetzt dann noch zusätzlich ein Kontrollorgan einführen will, kommt es ganz darauf an, was sie dazu sagt. Also, wenn die zum Beispiel, es könnte ja sein, dass sie gesagt hat, ja, man müsste prüfen, ob die Impfung okay ist. Dafür gibt es natürlich schon Behörden, ja, es gibt ja Zulassungsbehörden, dann könntest du es so hindrehen. Vielleicht war es auch ein Versuchsballon, was die Deutschen dazu sagen, aber das ist ja reinste Planwirtschaft, ja, wenn eine Behörde hergeht und dann
überprüft, was die Leute, was die Unternehmen für Produkte herstellen. Also noch mehr als offensichtlich jetzt. Ich glaube auch nicht, also du hast ja gerade gesagt, man weiß nie bei den Deutschen, ja, da kommen wir noch zu anderen Punkten aus dem angeblichen Programm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie verfängt, ja, bei den Leuten, dass sie denken, man muss irgendwie die Unternehmen kontrollieren, was für Produkte sie herstellen. Ich meine, das kann sich jeder selber entscheiden, was er kauft, außer eben, es geht um die Impfung, da wurde man quasi dazu genötigt. Aber das ist also mega planwirtschaftlich und ich habe auch die wurde ja bisher, ist sie ja nicht so aufgefallen durch ganz üble Aussagen zur Wirtschaft. Zum Teil hat sie ja sogar, ich glaube, Ordoliberale zitiert, allerdings zu Unrecht, ja, oder im falschen Zusammenhang. Die hat ja so ein Buch geschrieben, Freiheit statt Kapitalismus. Dabei ist Kapitalismus Freiheit. Also echter Kapitalismus bedeutet ja freie Marktwirtschaft, das heißt Vertragsfreiheit. Und die Kommunisten drehen das aber schon immer um. Die Kommunisten haben schon immer mit Freiheit geworben. Also die halten ihr System für Freiheit. Ja. Zum Beispiel, sie ist jetzt kein Verfechter vom Grundeinkommen, erstaunlicherweise, aber zum Beispiel sagen die Grundeinkommensvertreter, ja, das ist ein Stück Freiheit, dass ich mich entscheiden kann, nicht zu arbeiten oder zu arbeiten. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich weniger Freiheit, vor allem für die, die es finanzieren. Und wie es bei uns ausgestaltet sein wird, das Grundeinkommen, was ja auch schon geplant ist, ist natürlich, dass du deine Freiheit abgibst, nämlich dass du kontrolliert wirst dann irgendwann mal ein Chip im Arm, aber auf jeden Fall die digitale ID wird eine Voraussetzung dafür sein. Und dann gibt man natürlich seine Freiheit auch da auf. Da war sie eine der Gegnerinnen, also vom bedingungslosen Grundeinkommen. Da bin ich auch noch gespannt, weil das eine sehr beliebte Sache eigentlich ist, ob sie das dann doch noch aufs Programm hebt. Und ja, dieser Punkt allein, würde ich sagen, der ist ein großer, großer Pluspunkt für die AfD, weil, also was ich generell der AfD empfehlen würde, ist eben auf die einzelnen Punkte zu gehen, kommen wir vielleicht noch drauf, statt jetzt irgendwelche Parolen auszugeben oder so. Aber man kann die in der Sachpolitik ja dann schlagen und wenn sie irgendwas Vernünftiges sagen sollte, was sie ja zum Teil gesagt hat in der Immigrationssache, kann man ja sagen, ja, an dieser Stelle würden wir auch mit dieser Wagenrechtspartei zusammenarbeiten oder mit ihnen stimmen, aber natürlich nicht bei irgendwelchen sozialistischen Menschenexperimenten. Ja, also ich wäre da nicht so optimistisch. Erstmal glaube ich, dass die Bild sie da schon korrekt zitiert hat, auch bei so einem wichtigen Thema. Konnte sich das gar nicht leisten, da engen Quatsch zu schreiben. Und zum Zweiten bin ich nicht so optimistisch, dass so eine Einstellung nicht auch bei vielen Leuten, auch aus unserer Blase, verfangen würde. Weil du weißt ja, das fällt ja immer wieder auf, wie viele Leute wir so bei uns haben, die eben starke sozialistische Anteile in sich tragen, auch ohne das zu wissen, sich selbst für Rechte halten, obwohl sie eigentlich Linke sind. Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, aber bei diesem Punkt eine Behörde, die überwacht, was die Unternehmen herstellen, also vor dem Punkt hätte ich jetzt keine Angst als AfD, den würde ich als Pluspunkt verbuchen. Aber jetzt kommen noch weitere Punkte. Ja, ich weiß, kommen wir auch gleich zu. Aber du weißt doch, wir haben doch so eine einigermaßen große Fraktion, so mit, ja, die da oben und die Unternehmen und Amazon zahlt keine Steuern und so. Und du kennst doch diese Leute und vor denen habe ich so ein bisschen Angst. Das sind, glaube ich, die der AfD verloren gehen und die dann diese Wagenknecht-Partei wählen. Gerade weil. Kommen wir ja gleich drauf mit dem nächsten Punkt, deswegen habe ich von den nächsten Punkten gesprochen. Genau. Der nächste Punkt heißt soziale Gerechtigkeit, heißt höhere Löhne, mehr Geld für Arme, Gegenmittel, staatlich regulierte Höchstpreise, Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Ja, genau das ist der Punkt, der populär sein könnte. Also staatliche Höchstpreise ist natürlich der absolute Weg in den Untergang. Ja. Das ist staatliche Preisregulierung. Das ist genau das, was uns ins Unglück gestürzt hat. Das hatte erst Ludwig Erhard wieder aufgehoben, ja, die staatlich regulierten Preise. Und dann kam der über Nacht der Aufschwung in Deutschland. Vielleicht, ja, falls noch Sozis sich verirren auf deinem Kanal oder wo es halt dann erscheint,
wenn ein Gut, wenn ich einen Schaden im Höchstmaß festlege, wird das Gut halt einfach nicht mehr produziert. Denn durch die Konkurrenz, wir haben noch in den meisten Bereichen Konkurrenz, ist es ja so, dass die Preise nicht beliebig steigen können, sondern dann stellt sich eben ein Konkurrent günstiger her. Und wenn der Höchstpreis dann unter diesem Preis sogar liegt, unter dem Konkurrenzpreis, dann hören die Unternehmen auf zu produzieren, auch die kleinen Unternehmer, große Unternehmer, egal wer. Und dann kommen die Sozialisten mit Geldstrafen, weil du das nicht mehr verkaufst. Dann sperren sie sich irgendwann ins Gefängnis, weil du keine Verluste machen willst. Ja. Das ist also ganz krass, ja, Höchstpreise festzulegen. Und bei den Löhnen ist es ganz genauso. Es ist ja der fruchtbaren Bildung in Deutschland zu verdanken. Es ist auf dem Arbeitsmarkt natürlich ganz genauso. Wenn ich da Preise festlege, zum Beispiel einen höheren Mindestlohn, dann wird eben diese Arbeit nicht mehr nachgefragt. Weil er eben, und zwar geht es auch nach den Verhältnissen vor Ort. Also zum Beispiel eine Friseuse oder Friseurin, muss man wahrscheinlich heute sagen, oder ein Friseur, der verdient im Osten im Moment weniger als in München zum Beispiel. Und ein hoher Mindestlohn macht in München nichts aus, weil der Friseur eh mehr verdient. Warum verdient der Friseur mehr? Weil die Leute in München mehr verdienen und das da funktioniert. Aber in Ostdeutschland, wo die Leute weniger verdienen, in bestimmten Gegenden, dann gehen die halt einfach nicht mehr zum Friseur, weil du kannst dir die Haare auch selber schneiden oder halt länger wachsen lassen. Und dann sterben halt diese Betriebe weg und das erhöht natürlich die ganz erheblich dann die Sozialkosten, also weniger Einzahler, mehr Abnehmer für Transferleistungen. Und das ist halt ein marktwirtschaftliches Grundgesetz, das kannst du nicht ausschalten. Also das Grundding, was ja die Linken nicht kapieren, ist, dass der Markt ist ja einfach nur der Ort, an dem Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Und das kannst du nicht ausschalten. Also das gilt auch für Drogen jetzt nur als Beispiel, ja. Selbst im Gefängnis gibt es Drogen im am besten überwachten, vom Staat überwachten Gebiet, weil es halt eine Nachfrage gibt. Das heißt, das Gesetz von Angebot und Nachfrage kannst du nicht verbieten. Und selbst in der DDR gab es einen Schwarzmarkt, sonst wäre die DDR viel früher zusammengebrochen. Also, dass Menschen freiwillig handeln, ist nur die Frage, ob es legal ist oder illegal. Und wenn es illegal ist, werden die Kosten natürlich erhöht, weil also der Anbieter Angst haben muss, ins Gefängnis zu kommen. Das heißt, er geht ein höheres Risiko ein. Das heißt, er muss einen höheren Preis verlangen. Und die Qualität sinkt natürlich, weil du kannst ja zum Beispiel jetzt bei Drogen, du kannst den Dealer ja nicht verklagen, weil du ja selber an einem Verbrechen beteiligt bist. Das heißt, die Qualität geht dann runter, wenn es im Schwarzmarkt ist. Aber es ist immer noch so, dass wenn es eine Nachfrage gibt, dass es dann auch ein Angebot dazu gibt. Und wenn es dann in den Schwarzmarkt abdriftet sozusagen, dann gibt es noch nicht mal Steuern darauf. Ja, also je mehr Leute in den Schwarzmarkt gehen, desto mehr schädigt das sozusagen den Staat. Was grundsätzlich einem Libertären jetzt keine großen Sorgen bereitet, aber denen sollte es Sorgen bereiten, weil eben dann das System eher zusammenbricht. Ja. Und ja, und bei den Löhnen, es ist ja so, das Bürgergeld ist jetzt zum Teil so hoch, dass es sich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten. Daraus schließen dann die Linken, ja, da müssen halt die mehr verdienen, die Leute. In Wirklichkeit ist es natürlich so, die Steuern und Abgaben müssten runter, dann würden die ja netto mehr verdienen. Aber das andere, das erzeugt ja einen Teufelskreis. Ja? Also der erhöhst das Bürgergeld, um den Abstand wieder gleich werden zu lassen. Erhöhst, weiß ich gar nicht, wie sie das machen will. Ist noch in Deutschland machen das ja die Gewerkschaften und die Unternehmen aus, aber vielleicht will sie das auch staatlich festlegen oder eben über den Mindestlohn. Und ja, dann hast du dann den höheren Lohn. Und dadurch, dass dann weniger Arbeit finden, hast du aber dann wieder noch höhere Sozialabgaben. Und dann erhöhen sie wahrscheinlich wieder das Bürgergeld und so weiter. Das ist also eine Interventionsspirale, wie das Ludwig von Mises genannt hat. Und das heißt, es wird dann alles immer schlimmer. Ein bisschen Problem ist, wir sind natürlich in einer verfahrenen Situation, weil wir so ein Gemisch aus Planwirtschaft oder aus Sozialismus und Marktwirtschaft haben. Und das bedeutet, dass wenn man an dem einen rumschraubt, dann ist wieder Auswirkungen auf das andere hätte. Hätten wir gar keine, sagen wir mal, hätten wir einen Minimalstaat, dann ist das alles und wirklich Vertragsfreiheit, dann wäre das alles kein Problem. Da hättest du eine Arbeitslosigkeit praktisch von null, weil ja die
die Kosten auf Arbeit nicht mehr da wären. Also heute sind 70% Steuern und Abgaben, die der durchschnittliche Arbeitnehmer zahlt. Das heißt, das ist der dreifache Lohn. Also jeder könnte das Dreifache verdienen. Aber ein Fakt, der auch noch oft vergessen wird, heute wird Arbeit gar nicht mehr angeboten in dem Bereich, wo sie es nicht mehr lohnt. Wenn wir aber jetzt die Steuern und Abgaben nicht hätten, also jeder das Dreifache verdient, dann würde auch noch einer Arbeit finden, der nur das Doppelte verdient. Verstehst du, was ich meine? Weil das sehen wir gar nicht. Die unteren Arbeitsplätze, die da weggefallen, sehen wir gar nicht. Also zum Beispiel in anderen Ländern gibt es beim Supermarkt einen, der dein Zeug einpackt und so weiter. Und da gibt es ja zig Schuhputzer und so weiter. Gibt es alles bei uns nicht, weil sich das nicht lohnt. Wenn ich das alles nicht habe, habe ich einen permanenten Arbeitskräftemangel. Ständig versuchen die, wir haben ja jetzt schon zum Teil Arbeitskräftemangel in bestimmten Bereichen. Und das bedeutet, dass wenn du gar keine Steuern und Abgaben hast, hast du kein Arbeitslosigkeitsproblem, du hast kein soziales Problem, weil du einfach selber vorsorgen kannst. So, aber wenn du jetzt dann zum Beispiel eben sowas hast wie das Bürgergeld als Konkurrenz, dann musst du sagen, ja, dann sind die ganzen Leute, die nicht mehr verdienen, haben keinen Anreiz mehr zu arbeiten. Das sind alles Probleme, die du gar nicht hast mit dem Minimalstaat, weil da gibt es keine Konkurrenz durchs Bürgergeld. Und es braucht auch gar keiner Bürgergeld, weil er entweder das Dreifache verdienen würde oder einfach weniger arbeitet. Es gäbe, also ich habe das ja mal ausgerechnet in meinen Büchern, einer, der heute 40 Stunden arbeitet, käme locker mit 15 Stunden zurecht. Es gibt kein soziales Problem, wenn du mit 15 Stunden dasselbe Geld hast wie mit 40 Stunden. Und manche, die halt mehr verdienen wollen, die arbeiten dann nach wie vor 40 Stunden. Und auch vernachlässigt wird immer die Inflation, ja, die dir auch einen großen Teil deines Einkommens wegnimmt. Die hättest du ja auch nicht in einem Minimalstaat mit entweder einer Goldwährung oder einer freien Währungswahl, wie das jetzt mehr oder weniger in Argentinien möglicherweise, das wäre eine Sensation, kommt. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf, auf den argentinischen Präsidentschaftskandidaten. Und dieses Inflationsproblem, das geht ja auch nur die AfD eigentlich an. Sie sprechen jetzt nicht so laut drüber, aber es gibt ja Leute wie Peter Böhringer bei der AfD, denen das bewusst ist, dass das Zentralbankensystem ein Riesenthema ist. Das würde die Wagenknechte ja nie anpacken, weil die Zentralbanken, staatlichen Zentralbanken, sind ja eine Idee der Kommunisten. Das steht im Kommunistischen Manifest, dass es eine Zentralbank geben muss, wo sie dann eben die Geldmenge ja steuern wollen. Also da wird sie nie rangehen. Übrigens auch ein Thema, fällt mir, während ich so rede, fällt mir jetzt gerade ein, und Peter Böhringer gleich mal schicken. Ja. Das ist ein Riesenthema, ja, mit der Zentralbank. Und das wird auch in den nächsten Jahren kommen. Das kann die Wagenknecht gar nicht wegnehmen, weil die wird sagen, nee, wir müssen die noch mehr verstaatlichen. Die ist ja eigentlich staatlich, die EZB und die Bundesbank. Da sagen ja die viele auch in der Wahrheitsbewegung immer, das Problem ist, die Federal Reserve ist privat. Das Problem ist, dass der Staat ein Monopol verliehen hat. Und die EZB ist staatlich. Ja, und mehr staatlich geht gar nicht. Du kannst höchstens noch direkt einen Beamten oben draufsetzen, der dann das Geld druckt. Dann drucken sie, sieht man in jedem Land, ja, dann drucken sie noch mehr Geld, Argentinien und so weiter, eine Inflation nach der anderen, ein Währungszusammenbruch nach dem anderen. Also auch da hat die Wagenknecht-Partei sicherlich keine Konzepte, aber sie redet halt drüber, über die Teuerung, über die Inflation. Statt darüber zu reden, ja, wie man sie dann bekämpfen kann. Aber das ist halt ein Thema, das praktisch auch im Mainstream nie kommt. Und das ist ja auch auffällig, die Wagenknecht wird ja ständig eingeladen, während die AfDler gemieden werden. Also dem System ist, glaube ich, die Wagenknecht-Partei gerade recht, weil sie eben der AfD Stimmen wegnehmen könnte mit solchen populären Themen. Weil wenn du den einfachen Bürger auf der Straße fragst, ja, müssten die Löhne erhöht werden, dann schreien die alle ja. Also das ist ja in der Tat ein Problem. Also mir ist auch negativ aufgefallen, dass sie das Thema Steuern überhaupt nicht thematisiert hat. Die Linken sagen dann ja höchstwahrscheinlich, ja, wir müssen uns ja für die Geringverdiener und so weiter einsetzen. Die zahlen ja keine Steuern, was ja absoluter Quatsch ist, weil sie wissen, selbst Bürgergeldempfänger, also Sozialhilfeempfänger, zahlen Steuern, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie ihre Zigaretten rollen, wenn sie ihren Korn trinken, was weiß ich. Jeder zahlt Steuern. Und wenn wir zum Beispiel sagen würden, das ist ja mein Vorschlag immer, lassen wir die Mehrwertsteuer komplett streichen, weil es gibt nichts Gerechteres, weil davon sowohl der Sozialhilfeempfänger profitiert, als auch der Milliardär. Also gerechter geht es überhaupt nicht. Das Steuerthema ist noch ein riesiges Thema. Lass uns bei dem bleiben.
Also ich würde es genau umgedreht machen. Ich würde alle Steuern abschaffen, bis auf die Mehrwertsteuer, weil die nämlich die gerechteste ist, weil ein Reicher ja auch mehr Sachen kauft. Und eine Mehrwertsteuer von 5% würde reichen für alle nötigen Staatsausgaben. Aber egal, nochmal zu deinem Amazon-Beispiel. Ja, ich bin ja kein Fan von Amazon natürlich, das ist ja Teil des Systems, also lizenzieren auch und so weiter. Aber diese Behauptung, dass Amazon keine Steuern zahlt, ist ja falsch. Die zahlen ja die ganzen Steuern und Abgaben ihrer Angestellten. Also gerade hatten wir im Ressort jemanden zu Besuch, dessen philippinische Frau in Deutschland bei Amazon arbeitet. Der fährt die 50 Kilometer, der arbeitet selber und fährt seine Frau noch 50 Kilometer jeden Tag zu Amazon. Und die ist da inzwischen, also Philippiner, die ist da inzwischen aufgestiegen und lehrt andere, wie man Pakete packt, statt sie selber zu packen. Also man hat da auch Aufstiegsmöglichkeiten. Er sagt, der Lohn ist absolut gut. Ja. Und ja, und darauf werden ja auch Steuern und Abgaben gezahlt. Ja. Naja. Insofern, das Hauptding bei diesem Thema mit Gewinne, Abschöpfung und den ganzen Quatsch. Wir haben im Moment das Problem, dass Unternehmen aus Deutschland abhauen. Und ihre Lösung ist, ja, wir müssen die Steuern nehmen für Unternehmen. Und selbst, man, klar, die wird dann sagen, nur für große Unternehmen und so weiter. Deutschland lebt vom Mittelstand, das ist richtig, das sagt sie auch immer. Aber ohne Großkonzerne hast du auch keine Wirtschaft. Also man braucht beides oder man braucht nicht, die Großkonzerne bräuchte man nicht, aber wenn die abhauen, dann fallen die Arbeitsplätze auch noch weg. Also ich nehme mal an, Amazon würde es irgendwie mitmachen, weil die sagen, okay, wir können dann trotzdem noch genug Gewinn machen, aber andere würden halt dann sagen, ja, dann verkaufen wir halt da nicht. Ja, wenn es mir vor Ort dann besteuert wird. Die Großkonzerne, die versteuern es immer irgendwo, wo die Steuern niedrig sind, aber das sind ja nur die Gewinnsteuern, also quasi die Steuern für die Aktionäre, aber die ganzen anderen Steuern zahlt Amazon und die Leute, die bei Amazon arbeiten, die zahlen ja Steuern, weil sie das Geld ausgeben, was du vorher schon gesagt hast. Auch ein Bürgergeldempfänger, ein Obdachloser zahlt auch Steuern, wenn er sich irgendwas kauft. Und das auch nochmal, der zahlt nicht nur die Mehrwertsteuer. Der zahlt, wenn er ein Produkt kauft. Nehmen wir an, um es ja, nett auszudrücken, er kauft sich Wasser, der Obdachlose, der zahlt nicht nur die Mehrwertsteuer, der zahlt die Ertragssteuer des Unternehmens und er zahlt die Lohn- und Einkommenssteuer der Leute, die an der Kasse sitzen, die Lohn- und Einkommenssteuer der Leute, die es geliefert haben, die Lohn- und Einkommenssteuer der Leute, die das Gebäude gebaut haben, die Versicherungssteuer und so weiter. Das ist ja alles damit drin. Und deswegen ist es also schön gerechnet, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer 70% Steuern und Abgaben zahlt. Ja. Bei jedem Einkauf sind alle Steuern des Unternehmens mit drin. Und das wäre alles, ist alles Teil der Wertschöpfung, die uns zugute käme. Entweder als Konsument und gleichzeitig auch als Arbeitnehmer. Weil der Arbeitnehmer, der kriegt immer das ausgezahlt, was er fürs Unternehmen noch wert ist. Das heißt, was ungefähr seiner Wertschöpfung entspricht, plus noch ein bisschen den Gewinn fürs Unternehmen. Weil was die Leute immer vergessen, ich habe es natürlich schon oft erzählt, aber bei dir vielleicht auch nicht, mit dem Mindestlohn, ja. Wenn das möglich wäre, die Löhne beliebig zu drücken, dann gäbe es ja nur 1-Euro-Jobs. Aber warum gibt es die nicht? Weil für 1 Euro niemand arbeiten würde. Also das gleicht sich immer aus, finde ich, noch Leute, die arbeiten für diesen Lohn. Und dann gibt es die Konkurrenz, die auch die Arbeitnehmer braucht. Die konkurrieren also auch um die Arbeitnehmer. Und im Produktbereich gibt es die Konkurrenz um die Preise, sodass die nicht beliebig Preise erhöhen können oder beliebige Preise verlangen können. Das können sie nur dann, wenn sie gutes Marketing machen, zum Beispiel ein Branding, aber auch das, davon profitiert letztendlich auch der Kunde. Also zum Beispiel mein Beispiel im Buch ist, man könnte zum Beispiel sagen, BMW ist eigentlich zu teuer für das, was er leistet. Es gibt ja auch billigere Autos. Aber du kaufst dir auch das Prestige mit dem BMW. Ja, hat ein bestimmtes Image. Das haben die aufgebaut. Und du kannst dir aber auch ein billigeres Auto kaufen, wenn du es willst. Und wenn die Zeiten schlechter werden, werden sich die Leute die billigeren Autos kaufen. Aber solange es allen gut geht, und in einer freien Marktwirtschaft geht es allen gut, dann kannst du eben auch teurere Luxuswaren und so weiter verkaufen. Das geht aber alles nicht. Wenn du sagst, okay, dieses Produkt ist Luxus, das muss ich noch mehr besteuern, zum Beispiel mit der Behörde oder das darf ich gar nicht herstellen. Das vernichtet alles Wohlstand. All diese Eingriffe vernichten Wohlstand. Und das Parteiprogramm dieser Partei ist ein Wohlstandsvernichtungsprogramm. Jupp. Wir kommen zum nächsten Punkt, Olli. Der nennt sich Frieden. Zitat, eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt, statt auf Waffenlieferungen. Der Rüstungshaushalt dürfe nicht noch weiter steigen. Mit Russland müsse ein Frieden her, um jeden Preis.
Der Wirtschaftskrieg gegen Putin schadet nicht Putin, sondern unserer eigenen Wirtschaft. Ja, der Punkt ist natürlich richtig, es sagt aber die AfD auch. Aber das ist eine Gefahr, ja, dass diese Leute, die nur in der Friedensbewegung sind wegen dem Thema, Friedenswahrheitsbewegung, und eigentlich links denken, die sagen sich dann, oh, jetzt muss ich nicht mehr die AfD wählen, um diesen Krieg zu verhindern oder zu beenden. Kommt ein bisschen darauf an, ob das Thema noch virulent ist in 2025. Vielleicht ist es ja bis dahin beendet. Also im Moment stehen ja die Zeichen so ein bisschen, dass die Unterstützung für die Ukraine wankt, ja, vor allem aus USA. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Was Deutschland macht, ist ja völlig irrelevant. Deswegen ist es eigentlich auch kein großes. Es ist auch bei uns in der Wahrheitsbewegung immer ein Riesenthema, ja, liefern wir Waffen oder nicht, aber davon hängt das nicht ab, ob der Krieg weitergeht. Es geht einzig und allein von den USA ab. Insofern ist es eigentlich gar nicht so ein Riesenthema. Natürlich ist es auch ein Thema wegen der ukrainischen Flüchtlinge und so weiter, aber Deutschland kann da eigentlich nicht viel machen. Ja, wenn die Amis sagen, nee, jetzt ist Schluss. Wladimir, glaube ich, heißt er. Nee, wie heißt er? Nee, Wladimir ist der Putin, wer ist der Selinski mit Vornamen? Wenn die sagen, du, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Insofern, da kommt es echt darauf an, ob 2025 zur Bundestagswahl oder es gibt vielleicht Neuwahlen, ne? Ob das dann noch ein Thema ist. Also mit dem Thema kannst du auf jeden Fall punkten, weil die meisten Deutschen, glaube ich, da ähnlich denken. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Satz, mit Russland müsse ein Frieden her um jeden Preis. Also dieses um jeden Preis, das stört mich ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht eine Formulierung von der Wagenknecht, sondern von der Bild. Die Bild will sie ja damit anschießen, denke ich. Die Bild ist ja da auf der NATO-Linie. Und dann sagt die Bild-Zeitung, ja, sie will um jeden Preis. Das wird die nie so sagen, ja. Sondern halt, ja, Frieden. Es gab ja eben dieses Abkommen da, was das Minsker Abkommen oder was. Es gab ja dieses Abkommen, das schon unterschriftsreif war. Und auf das hätte man sich ja bloß verständigen brauchen. Ja. Da kann man jetzt sich immer noch darauf verständigen. Und dann macht man halt diese russischen Gebiete, also wo die ganzen Russen sind, macht man halt neutral oder schlägt sie Russland zu und dann existiert die Ukraine, der Rest dann weiter. So wird es ja, darauf wird es ja mehr oder weniger hinauslaufen. Also ich glaube nicht, dass es darauf hinausläuft, dass die Ukraine in der NATO landet oder dass Russland besiegt wird. Das ist ja völlig lächerlich. Ja. Deswegen ist ja das Ganze, das ist ja die Argumentation auch immer, also sowohl von der Wagenknecht, also von den ganzen, die sagen, ja, das ist ja alles Quatsch, was ihr da macht, ist ja, wo wollen die denn damit hin? Also außer dem militärisch-industriellen Komplex hilft das ja niemandem, was da gemacht wird, weil es ist ja völlig klar, dass die Ukraine nicht Russland besiegt. Und ich halte es auch natürlich für das sagt die Wagen nicht auch, sagen, ja, das ist ein illegaler Angriffskrieg, ist ja gar keine Frage. Aber da gibt es ja zig auf der Welt. Ja? Und einige wurden von den USA geführt. Aber es ist nun mal, er hat das jetzt angefangen und es ist klar, dass die nicht gegen Russland gewinnen können. Ne? Also, und er hat natürlich seine Gründe, ja, diese Einkreisung und so weiter, die angeblich nicht existiert und so. Aber auch in Amerika regt sich da ja Widerstand, also Tucker Carlson und so weiter, der hat ja mehr Zuschauer als Fox, ja, als er bei Fox war jetzt. Also ich weiß es nicht. Ja, natürlich, jederzeit könnte natürlich auch Atomkrieg provoziert werden und so weiter. Dann wäre es ein Riesenthema, aber ich glaube nicht, dass es 2025 noch ein Riesenthema ist. Okay, wir kommen zum letzten Punkt, das ist die Freiheit. Damit meint Wagenknecht den Umgang mit anderen Meinungen. Zitat, Menschen werden ausgegrenzt, wenn sie den Mainstream verlassen. Wer Zuwanderung stören und begrenzen will, wird als Nazi abgestempelt. Bürger würden moralisch geächtet. Diese Cancel Culture muss als Politik beendet werden. Ja, das ist natürlich schönes Blabla, da hat sie natürlich recht, aber mit Cancel Culture meint sie ja, die Kultur, dass sowas gecancelt wird, die kann sie ja gar nicht ändern. Wenn, dann müsste sie konkret sagen, welche Gesetze sie abschaffen will. Also zum Beispiel den Volksverhetzungsparagrafen, der wird ja da vor allem in Stellung gebracht. Wird sie nicht tun. Ja? Das ist nur schönes Blabla und damit hat sie auch in der Vergangenheit gepunktet. Aber die kann ja den Medien nicht sagen, dass sie jetzt Einwanderungsgegner nicht mehr verunglimpfen sollen. Ja, oder will sie das machen? Will sie die Medien unter staatliche Kontrolle nehmen? Oder was? Das ist nur Blabla. Aber das wird natürlich verfangen. Da gab es so einen Kommentar, den ich gepostet habe von irgendeinem so Politikwissenschaftler, der gesagt hat, zum Immigrationsthema, dass das die Wagenknecht nicht so durchhalten wird, ja, mit der Kritik am Immigrationsthema.
oder an der ungebremsten Masseneinwanderung. Das glaube ich aber, wenn ich es mir so recht überlege, nicht, weil das ist ja einer ihrer Punkte, warum es überhaupt eine neue linke Partei geben muss. Weil was sie macht eigentlich, was sie jetzt macht, ist Sozialismus ohne Woke, also Sozialismus ohne Gender, Schwachsinn und so weiter. Das ist das, was sie eigentlich will. Ja. Aber das reicht ja nicht. Also das Migrationsthema muss sie mindestens haben. Und vor allem, wenn sie im Osten punkten will, wo ja die Gefahr besteht, auch dass die AfD dann da Punkte verliert. So, und das Einwanderungsthema kann man ja sehr gut aus linker Richtung begründen. Ja? Also es ist ja vor allem Einwanderung in die Sozialsysteme. Das vielleicht auch noch. Ja? Also ich habe jetzt eine Statistik im Kopf, dass nur 5% der Deutschen dieses Bürgergeld beziehen. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? Und Ja. bei anderen Ländern, also Leuten aus anderen Ländern, sind es bis zu 65%. Also das ist ein Hinweis auch an die AfD. Wir haben überhaupt kein so großes Problem mit dem Sozialstaat, wenn die Zahlen stimmen. Ja, wir haben Was eben. nur die Deutschen betrifft, sondern das ist ja ein Einwanderungsproblem. Und wenn ich da dann sage, auch als AfD, ja, wir müssen immer das Einwanderungsproblem lösen, dann haben wir kein Problem in den Sozialkassen. Dann musst du auch nicht jetzt als AfD plötzlich hier auf sozialpolitischen Kurs umschwenken. Ja, wir haben ja, warte mal eine Sekunde. Genau, ähnliches Thema, die Kinderarmut, die jetzt so durch die Medien gegangen ist in den letzten Wochen, die betrifft, die ja bei irgendwie, keine Ahnung, 20% liegen soll oder so, die betrifft ja auch zu einem Großteil die Migranten. Ja, das wird wohl so sein, ja. Also, vieles würde sich von selbst lösen, wenn das Migrationsthema gelöst würde. Das ist natürlich extrem schwierig, das überhaupt dann durchzuziehen, ja, die alle zurückzuschicken und so weiter. Aber es muss ja dann quasi das Thema sein, ja, wie das dann gemacht wird oder ob sie dann machen. Also rein, sagen wir mal jetzt grundsätzlich worum es ja hier geht, also Kompakt zum Beispiel findet das ja wahrscheinlich gut. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Kommentar gelesen, weil der Jürgen Elsässer wittert ja eine Querfront da. Und deswegen hätte ich auch vor einem Jahr auch noch gesagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es auch von links so eine Partei gibt und die eben bei diesen Themen dann sich einig sind. Weil wenn es die AfD alleine nicht schafft, das Migrationsthema zu lösen, dann braucht es eigentlich eine zweite Partei dafür. Und die jetzigen sind ja alle nicht dazu bereit. Ja. Und das ist, also meiner Meinung nach ist ehrlich gesagt, ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Aber das ist das irreversible Thema in Deutschland oder oder sehr schwer umzukehrende Thema. Wenn die alle schon hier sind und zum Beispiel die Kinder, wenn die dann in Deutschland aufwachsen, wie willst du die wieder hin zurückschicken? Ja? Und alle anderen Themen sind ehrlich gesagt einfach zu lösen. Also, ich glaube, dass es eine Wende erst geben wird nach dem Finanzcrash und nach dem Systemzusammenbruch. Und ein Land wieder auf den Vordermann zu bringen, ist viel einfacher, als die Leute denken oder auch als der Mainstream uns glauben machen will. Du brauchst einfach nur eine Marktwirtschaft einführen. Haben wir nicht? Führst eine Marktwirtschaft ein, blühende Landschaften. Das geht in kürzester Zeit. Aber was du eben schwer wieder in den Griff kriegst, ist das Einwanderungsproblem. Ja? Also die kulturellen Unterschiede. Ja. Ich muss jetzt mal so harmlos wie möglich ausdrücken. So, das heißt, alles andere, also wirklich, oder zum Beispiel Zentralbanksystem abschaffen, das sind ja ganz krasse Dinge. Da brauchen wir vielleicht noch 20 Jahre Geldsozialismus, bis das jemand macht. Aber das ist alles machbar über Nacht. Aber wenn du dann die Zusammensetzung der Bevölkerung mal völlig geändert hast, das ist das Schwierigste. Insofern, und deswegen denke ich, träumt der Elsässer auch von der Querfront, weil er sich auch sagt, ja, wenn sie sich in diesem Punkt wenigstens mal einig wären, zwei Parteien, dann wäre schon viel gewonnen. Und das könnten sich die Wähler halt auch denken. Und das könnte dann, also sagen wir es so, die Ideal, ideal, oder nicht ideal, aber ein schöner, ein Szenario wäre ja, die Wagenknecht schafft es doch nicht, sie wird attackiert von der AfD und die Leute kriegen es mit, die wird dann wieder verschwiegen, die Kritik, aber egal. Dann könnte es zum Beispiel sein, die Wagenknecht-Partei kriegt nur 4%, kommt nicht rein und die Linke kommt dann doch auch nicht rein, weil sie ein paar Prozent von denen abgezogen hat. Das wäre schön. Oder sie sind sehr erfolgreich und nehmen der AfD Stimmen weg, substanziell,
das wäre richtig schlecht. Oder sie holen Wähler ran, die die AfD sowieso nicht gewählt hätten. Das ist ja das positivste Szenario. Das heißt, sagen wir mal, die AfD würde bei 20% liegen oder würde sogar 25% schaffen und die Wagenknecht-Partei 15-20. Aber so schnell sehe ich das nicht. Dann hätten wir eine andere Situation. Wir haben doch auch die Umfrage, die ich dir geschickt habe, aus Thüringen, aus dem Juli, wo die, also es geht jetzt nur für Thüringen, wo die AfD ja jetzt, keine Ahnung, irgendwie über 30% hat oder so, und da zumindest 10% verlieren würde an die Wagenknecht-Partei. Das ist, ja, also ich glaube, gerade im Osten wird es dramatisch werden. Ja, also das ist die Umfrage, die mich auch, weil ich habe zuerst gesagt, keine Angst vor dieser Partei, dann hast du mir diese Umfrage geschickt, wobei man auch sagen muss, weiß ich nicht, wie die da gefragt haben. Haben die gefragt, können sie sich vorstellen, oder haben die gefragt, was wählen sie? Also es kommt natürlich jetzt auch noch darauf an, wie die sich positionieren. Ja? Also so ein Szenario, die Wagenknecht hat es ja bisher sehr schlau gemacht und hat immer nur die Probleme benannt, ohne die Lösungen. Und man muss jetzt dann nochmal Umfragen machen, ja, wollt ihr hier eine staatliche Kontrollbehörde, ich meine, im Osten nochmal eine staatliche Kontrollbehörde, aber gut, es gibt ja auch noch Leute, die immer noch die SED laut wählen, ja? Also, aber die wählen ja vielleicht dann das Original in dem Sinne. Gut, also es gibt ein großes Problem, das muss man auch sehen, dass sich viele von der SPD abgewandt haben, weil die denken, die SPD ist zu neoliberal. Das hört man bei den Linken, das kriegen wir gar nicht mit, das kriegen wir gar nicht mit so richtig, aber wenn man reinschaut, die denken, die SPD ist zu neoliberal. Und das sind natürlich die Partei, das sind natürlich die auch die Wagenknecht-Partei dann wählen könnten. Ja. Und es ist auch nicht völlig, man muss auch verstehen, woher das kommt. Das kommt von diesen ganzen Privatisierungen. Ja? Also es wird jetzt von den, sagen wir mal, WEF-Ausgebildeten, das ist ja Nachweis, dass die ganzen Politiker beim WEF Young Global Leaders waren und so weiter, und die vorsehen das Thema Public-Private Partnerships. Und das wird bei den Linken als Neoliberalismus bezeichnet, ist aber in Wirklichkeit, bedeutet es, dass der Staat für private Unternehmen Monopole schafft. Ja, weil der Staat bestimmt ja, welches Unternehmen dann eine bestimmte Leistung anbietet. Das ist eben Kooperatismus. Aber es ist insofern nicht ganz falsch, dass die SPD daran auch mitgewirkt hat oder immer noch mitwirkt. Und das ist die echte Gefahr, dass diejenigen, die die SPD deswegen nicht wählen, dass die dann diese Partei wählen und bisher die AfD gewählt haben. Aber es könnte auch sein, dass die von den Nichtwählern kommen. Also dass es Leute sind, Arbeiter, die sich abgewendet haben von der SPD, dass die bisher nicht gewählt haben und dann wieder zurückkommen. Es wird halt so ein Gemisch sein. Also es ist etwas, es ist nicht, die Lage ist nicht so eindeutig, es ist ein bisschen kompliziert. Also man kann jetzt nicht, oder ich traue mich jetzt nicht zu sagen, das ist eindeutig gut oder schlecht. Vom Timing her finde ich es sehr, sehr schlecht, weil jetzt überall die AfD gerade so weit vorne ist. Und also es wird der AfD auf jeden Fall, ja, sagen wir mal so, ich wollte gerade sagen, es wird der AfD keine zusätzlichen Stimmen bringen. Aber wenn man es geschickt macht, dann doch. Wenn man es geschickt macht, und da bin ich auch anderer Meinung als dieser Kommentator, da, den ich da gepostet habe, ja, man soll die nicht als Kommunistin beschimpfen, die Wagenknecht. Wenn man es geschickt macht, kann man sagen, es kommt doch eine weitere sozialistische Partei. Deutschland ist vor dem Abgrund und es kommt eine Partei, die noch mehr die Unternehmen gängeln will, besteuern will und so weiter. Ihr müsst uns das Recht wählen. Also es könnte auch, und das könnte wiederum Stimmen von der Union und von der FDP bringen. Die FDP, die gerade beweist, dass sie überhaupt nicht liberal ist. Also ich würde das Problem für die AfD ist natürlich, dass die wieder keine Presse hat. Ja, also die Wagenknecht wird jetzt durch jedes Studio gezerrt werden und da wird kein AfDler dann dabei sitzen. Aber wenn die AfD das schafft, zu sagen, um Gottes Willen, jetzt kommt jetzt noch eine. Ich meine, die Weidel hat es schon geschickt gemacht, die hat jetzt, da haben wir so einen Ausschnitt auf dem Kanal gehabt, die hat gesagt, ja, also wenn das dann dazu dient, den Widerstand zu teilen, dann wäre es schlecht, aber ich wünsche alles Gute und so, es war alles okay. Also es mag auch eine gute Strategie sein, jetzt die nicht zu sehr anzugreifen, weil man ja ja, weil es ja eigentlich auch nicht der Hauptgegner ist, ja. Aber man müsste eigentlich dieses Schreckensszenario an die Wand malen, das auch real ist, nämlich der Untergang im Sozialismus. Ich würde es riskieren. Also man sieht ja auch, jetzt kommen wir vielleicht auf den Argentinier, ja.
Der ist Anarchokapitalist, ein Wort, das ich nicht mag, aber so Anarchist eigentlich, libertärer Anarchist, der will so gar keinen Staat. Und der hat bei den Vorwahlen die meisten Stimmen abgeräumt. Und der schimpft nur auf die Linken, ja, und harte, starke Worte, Abschaffung der Zentralbank und so weiter. Also, meiner Meinung nach ist der Zeitgeist so, dass du mit solchen starken Worten gewinnen kannst. Das sage ich aber schon lange. Der Trump hat auch so gewonnen, ja, auch wenn er es dann nicht alles so gemacht hat. Bolsonaro in Brasilien, jetzt sogar in Argentinien. Ich denke, man soll keine Angst, sollte keine Angst davor haben, die Sozialisten zu beschimpfen, ja. Auch in Du, Olli, Deutschland, ja. nochmal was zu der Wagenknecht. Und zwar, du hast ja vorhin von Blabla gesprochen, als es um einige ihrer Zitate ging. Und sie ist ja so in den Köpfen der Bevölkerung, ist sie auch hängen geblieben als Kämpferin gegen die Corona-Maßnahmen. Interessant ist da aber ihr Abstimmungsverhalten. Das hat ein Kumpel von mir, der Sivo, herausgearbeitet. Also, am 14. Mai 2020, beim ersten Bevölkerungsschutzgesetz, war sie nicht dabei. Am 18. November 2020, Schutzgesetz, ist sie wieder nicht aufgetaucht, also zu den Abstimmungen. Ne? Das zieht sich so durch. 21. April, Änderung, sie war nicht dabei. 11. Juni, wieder nicht. 24. Juni, wieder nicht. Und 25. vom 25. August 2021, Verlängerung der epidemischen Lage. Da war sie zwar da, hat aber nicht dagegen gestimmt, sondern sich enthalten. Und dann im Oktober 21 war sie wieder nicht da. Also du siehst, und dann denke ich, am 18. März 2022, die letzte, da ging es um Beendigung der weitreichenden Corona-Maßnahmen, hat sie nicht mit Ja gestimmt, sondern sich enthalten. Du siehst, unheimlich viel Blabla und in der Umsetzung nichts geliefert. Ja, das ist sehr wichtige, gute Statistik. Solche Sachen muss man da natürlich vorbringen als AfD, ja, dass sich da überall nicht da war oder enthalten hat. Der Kubicki ist ja das Beste, der hat ja dazu gestimmt bei dem Wahnsinn. Ja, wichtig. Das ist auch ein Problem, dass sie da eigentlich gepunktet hat, ja, mit diesem Thema. Und da wird es Ein wahrscheinlich weiteres noch. Problem, Entschuldigung, ein weiteres Problem bei ihr ist einfach, oder für uns ist, sie ist einfach sehr beliebt bei vielen. Ne? Sie gilt ja, sie ist ja, glaube ich, inzwischen Deutschlands beliebteste Politikerin. Ja, und also selbst wenn sie es jetzt gerade noch nicht ist, wird sie es werden, wenn sie noch mehr in Talkshows ist. Es ist ein Problem, ja. Ist eindeutig ein Problem. Also sagen wir so, aus Systemsicht, das System kann sich darüber freuen, dass jetzt eine weitere Sozialistin Stimmen holt. Aber gut, man muss ja quasi, jammern hilft ja nichts, man muss es dann. Ich denke, man sollte es eben frontal angehen, weiter auf die Themen gehen. Vor allem hab ich jetzt, glaube ich, in dem Interview noch nicht erwähnt. Ich habe es nur auf meinem Kanal geschrieben mit dem Klimaschutz. Ja. Da wird sie wahrscheinlich so rumeiern. Da wird sie sagen: Ja, das muss man intelligent machen und so. Sowas wird sie erzählen. Da muss sie, und da ist die AfD viel besser aufgestellt, und da muss sie punkten, dass das alles Quatsch ist. Ja. Und hat ja die Weidel auch schon gesagt: Es gibt einen natürlichen Klimawandel und das ist vorherrschend und so weiter. Da muss sie, da muss die AfD dann punkten, wenn die Wagenknecht da rumeiert. Kennst du ihre Position da? Ich nehme an, dass sie irgend sowas sagt wie ja, das muss man vernünftiger machen oder so. Ja. Und da kann man sie echt packen, weil das ist das Thema der nächsten 10, 20 Jahre, ist dieses Klimaquatsch. Und das ist so wichtig, und auch das Heizungsgesetz kommt ja nur daher. Und deswegen denke ich, da hat sie eine echt offene Flanke dann. Also das sind die zwei großen Themen, meiner Meinung nach, der Klima und die Einwanderung. Das sind die zwei großen Themen. Und der Wohlstandsvernichter ist das Klima, ja, auch die Einwanderung, die falsche Einwanderung oder die falsche Einwanderungspolitik. Ja. Also ich zum Beispiel bin nicht gegen Einwanderung, sondern das Problem ist die Einwanderung in den Sozialstaat. Ja. Und es gibt auch unterschiedliche Positionen, aber so. Jedenfalls, ja, und Inflationsangst ist natürlich, das wird,
ein weiter vorherrschendes Thema und da ist sie ja auch ganz schlecht aufgestellt, weil sie ist ja, wenn sie nicht direkt Sozialistin ist, mindestens Keynesianerin, also dass der Staat eben die Geldmenge steuern soll. Und da hat sie ja auch eine offene Flanke. Wobei das halt ein schwieriges Thema ist, weil das nicht so im Mainstream diskutiert wird. Aber jetzt zum Beispiel, ich wollte noch ein extra Video drüber machen, aber ich glaube, in Argentinien konnte der deswegen gewinnen. Das ist eine interessante Story. Weil da auch Bitcoin sehr weit verbreitet ist. Ich habe gerade wieder eine Statistik gesehen, in welchen Ländern Bitcoin weit verbreitet ist. Und das ist gerade in diesen Ländern, Argentinien und diesen Ländern mit schwacher Währung. Und vor beinahe zehn Jahren kam einer zu mir, das war noch in der Partei der Vernunft, ah, da fällt mir noch ein Gag ein. Ich glaube, die würde sich Partei der Vernunft nennen, weil sie ja eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen will, wenn sich die Partei der Vernunft schon und immer noch gäbe. Die würde den Namen klauen. Ja? Also diese Funktion hat die Partei der Vernunft noch, dass sich die Wagenknecht den Namen nicht klauen kann. Und da war jedenfalls ein Mitstreiter von mir, der hat gesagt, ja, er ist auf Bitcoin gestoßen, weil der hat eine Programmiererin in Argentinien gehabt und die wollte in Bitcoin bezahlt werden, vor 10 Jahren schon. Mhm. Und das heißt, in diesen Ländern, und mit dem Bitcoin-Thema kommt das Zentralbank-Thema und auch das Libertarismus-Thema. Und das ist in Deutschland noch nicht so weit, also Deutschland ist da gar nicht so weit, das war mir gar nicht bewusst, aber beim Bitcoin-Thema, ich glaube nur, weiß ich nicht, 10-15% oder was, während in anderen Ländern schon über 50% Kryptowährungen haben, 50-60%, ich war total überrascht. Und das ist eben, weil die Inflation noch nicht so hoch ist bei uns, deswegen ist das noch nicht so das Thema. Da kommt es eben darauf an, was bis zur Bundestagswahl passiert. Wenn da die Inflation abrauscht, dann wären natürlich die Themen Peter Böhringer, Dr. Markus Gall, ich weiß ja gar nicht, für wen der jetzt antritt, der will jetzt auch antreten. Weiß nicht, weißt du da Näheres? Ich noch nicht, er sollte irgendwie mit Maaßen besprochen haben, also, aber ja, ich hoffe, er kommt nicht, Entschuldigung, nicht auf die Idee, noch eine Partei zu gründen, sondern wird sich irgendwie in der Werteunion oder so, oder so ein bisschen ausdrücken. Ja, ich denke, als Direktkandidat oder irgendwas, aber jedenfalls, mit dem käme natürlich auch dieses Thema nochmal auf. Ja? Und vor dem Hintergrund finde ich es auch gut, dass der mit dem Maaßen, also das ist ja offensichtlich sein Anwalt, oder zumindest hat er einmal anwaltlichen Rat eingeholt, weil dann kann der dem Maaßen das erklären, weil der Maaßen kommt ja aus einer ganz anderen Richtung, der hat doch vom Geldsystem jetzt keine Ahnung. Und das ist ja, sag mal, langfristig wäre das ja auch noch für Deutschland nicht so schlecht, wenn der Maaßen müsste sich da eigentlich irgendwie aufstellen lassen. Ich weiß nicht, ob vor der Bundestagswahl nochmal so ein Parteitag ist von der Union, wenn die Union sich umkrempeln ließe, wo Sache im Moment nicht ausschaut, aber dann könnte natürlich auch die CDU mit der AfD das Ganze reißen. Und da finde ich es wiederum wichtig im Hintergrund, dass die sich kennen, der Maaßen und der Krall. Weil das war vor, wenn ich angefangen habe, das Thema zu beackern, vor über 10 Jahren, wusste das keiner, was ich da erzählt habe über das Fiat-Money-System. Jetzt ist es in der Wahrheitsbewegung schon Allgemeinwissen. Aber noch nicht annähernd im Mainstream. Und das Thema, das kann ja die Wagenknecht gar nicht wegnehmen. Die wird ja nicht für die Abschaffung der Zentralbank oder für die Goldwährung kämpfen. Ja, oder? Aber ich befürchte, dass der Maaßen in der CDU ziemlich isoliert ist, was ja auch belegt, wo die schon gelandet sind. Weil eigentlich ist er ja ein klassischer CDUler. Wer wäre ein klassischer CDUler? Achso, ja, der Maaßen, ja. Ja, klar, im Moment sieht das nicht danach aus, aber da kommt es eben darauf an, wenn die CDU jetzt weiter abstürzt, was wir alle hoffen, wenn die jetzt unter 20% gehen würden, dann könnte sich auch in der Union was tun, weil die ja dann Angst um ihre Posten bekommen. Und die AfD ist im Moment, und deswegen kommt es echt ungelegen jetzt mit der Wagenknecht-Partei, weil die AfD liegt nur 5% hinter der Union, das ist ja Wahnsinn. Ja? Und wir wissen ja, dass sie, und jetzt wenn die zum Beispiel zustimmen im Bund, also so wie ich es mir überschlagsweise ausgerechnet habe, könnten die dem Heizungsgesetz im Bundesrat widersprechen, weil sie an so viel Regierung beteiligt sind. Die könnten überall damit drohen, aus der Regierung auszutreten, und ich glaube nicht, dass sie das machen. Und dann wäre das Heizungsgesetz gekippt. Und wenn sie das nicht machen, dann müsste man das halt, da müsste natürlich die Bild-Zeitung oder irgendjemand das dann aufbringen, weil wir werden es sowieso machen, dass die Union diesem Gesetz zugestimmt hat. Und dann könnte theoretisch auch die Union mal unter 20% fallen. Und dann könnte sich auch die Union ändern. Ich meine, ich persönlich sehe es sowieso als Verfahren, die Situation als so Verfahren an, dass ich sage, es entscheidet sich alles erst nach dem Finanzcrash, aber wir analysieren jetzt den Jetzt-Zustand. Ja. Und dafür, ja. Und außerdem, wenn ich die aktuelle Lage vergleiche, sage ich mal so mit vor einem Jahr, also vor einem Jahr hatte ich
im Grunde komplett aufgegeben. Da habe ich auch immer gesagt, das, was wir machen, ist im Grunde reine Sterbebegleitung. Aber inzwischen, wo es in Europa einmal besser aussieht, in Schweden, in Spanien, Italien, Frankreich wird wahrscheinlich auch kommen und so weiter und so fort. Ja, und auch in Deutschland, die AfD jetzt über 20. Also es läuft für uns momentan gut wie seit Jahren nicht mehr. Ja, also da sprichst du natürlich was Wichtiges an. Es gibt einen Cultural Shift, also eine kulturelle Änderung auf der ganzen Welt gegen dieses Links. Und zwar unter anderem natürlich wegen der Planwirtschaft, aber auch wegen dem Gender-Gedöns und so weiter, dass ja jeder auf den Sack geht, jeder. Also auch Leute, die in dieser Community drin sind und nicht gerade politisch unterwegs sind, geht es ja auf den Sack. Ja, ja, überhaupt diese ganze Vogue-Geschichte im Allgemeinen, ja, und das Gender. Ja. Das geht jedem auf den Sack. Jeden. Und dann auch noch, wie die Kinder dann quasi früh sexualisiert werden. Jedem normalen Menschen geht es auf den Sack. Und das hat so ein allgemeines Ressentiment gegen links ausgelöst. Ein richtiges natürlich. Ich sage ja immer, schaut mal, dieselben Leute, die behaupten, es gibt mehr als zwei Geschlechter und deine Kinder Geschlechts umwandeln wollen, sind dieselben Leute, die euch den Quatsch über das Klima erzählen und den ganzen anderen Blödsinn. Ja? Und das scheint sich so ein bisschen durchzusetzen. Ich sage, ja, aber was erzählen die eigentlich für einen Schwachsinn? Möglicherweise sind die schwachsinnig und sie sind es ja auch. Und das ist gut. Und insofern gebe ich dir recht, ja, es gibt so ein paar Hoffnungszeichen. Andererseits, wie lange hat die DDR gehalten? Wie lange hat die Sowjetunion gehalten? China ist immer noch von der kommunistischen Partei geführt, wobei die halt mehr Markt dann zugelassen haben, nicht wirkliche Marktwirtschaft, aber die mussten sich auch irgendwann ändern. Aber, ja, aber so durchs Internet werden die Informationen heute schneller verbreitet, kommt schneller an und so weiter. Also vielleicht wird es keine 40 Jahre dauern. Auch mit Elon Musk jetzt, da weiß man auch nicht, was man von ihm halten soll, aber auf jeden Fall wird mehr Diskussion zugelassen auf Twitter. Ist ja in Deutschland nicht so verbreitet, Twitter leider, ja. Also leider, in Anführungszeichen, ich hasse Twitter ja auch, ich finde das nicht besonders gut, da wie die das machen, aber es wäre schön, wenn da auch die Bevölkerung mehr in Twitter jetzt wäre, weil man da eben mehr Informationen noch bekommt. Deutschland ist halt so hinten dran in allem, ja, das ist halt das Problem. Wie du sagst, selbst Schweden, ich meine, ja, selbst Schweden hat es inzwischen kapiert mit der Einwanderung, aber Deutschland immer noch nicht. Aber es tut sich schon was, ja, also links ist nicht mehr so in, ne? Also. Ja. Olli, links ist nicht mehr so in, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ich will noch irgendeinen Abschluss finden. Abschließende Analyse. Also ich wollte sowieso gleich mit dir noch ein anderes, wenn du noch Zeit und Lust hast, noch ein anderes Thema durchgehen. Nur, dass wir hier gleich mal den Cut machen bei dem Wagenknecht-Thema. Okay. Ja, gut. Also wie kurz zusammengefasst, momentan denke ich, dass es der AfD jetzt nicht eher schadet, aber es kann sich auch noch in einen Sieg verwandeln, wenn die AfD alles richtig macht. Olli, hast du jetzt Hunde? Nein. Wir wohnen wo es nicht nur Hunde gibt, sondern in der Umgebung auch Karaoke-Bars oder private Karaoke-Sänger. Und ja. Wir sind, aber wie gesagt, warum denn die Hunde in einer Tour da? Wir sind nicht in unserem Resort. Aber warum bellen denn die Hunde in einer Tour da bei dir? Ich habe keine Ahnung.